Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, wir sind jetzt hier wieder unten drunten bei den Aliens. Ich bin direkt hier rein geschwommen mit unserer Seemotte. Das ist eine schöne Abkürzung. Ungefähr 100 Meter tief sollte das sein. Und ich habe keine Ahnung, Kraftfeldsteuerung. Schau mal, ob wir hier noch was finden. Aber ich glaube fast nicht. Da kommen wir eigentlich nur noch nach oben. Okay. Ich muss nur kurz mal klopfen. Hier haben wir doch eigentlich so ziemlich alles schon gemacht, oder? Datenkonsole heruntergeladen. Ja, ja. Okay, da waren wir ja schon. Ich habe noch eine violette Datenbank gefunden. Die war da jetzt in so einer Unterwasserhöhle drin. Da bin ich unabsichtlich durchgeschwommen und habe sie mitgenommen. Nicht weit weg von hier. Ich gehe nochmal runter. Ich versuche noch ein bisschen tiefer zu tauchen. Mit unserer Seemotte. 200 Meter schaffen wir ja. Vielleicht geht es da unten noch weiter. Vielleicht geht es aber auch da drüben weiter. War ich hier unten schon? Also hier unten drin. Da. Ich habe keine Ahnung mehr. Doch, das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Doch, ich glaube schon, in der Tat. Oh. Ja. Da war, glaube ich, schon was. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir noch irgendwo hätten... Ich habe es vergessen, ob wir noch irgendwo eine violette Tafel hätten platzieren müssen oder ob wir hier eh schon brav waren und fertig sind. Geht's wieder zum Motor zurück. Da oben war noch was, oder? Haben wir da oben schon alles fertig gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass wir hier oben waren. Das schon. Aber ob wir hier tatsächlich alles machen konnten, weiß ich nimmer. Das da zum Beispiel, ne? Wie das da aufgeht, weiß ich nicht. Das war sicher auch etwas, was wir können sollten. Das da. Keinen Schimmer. Beim Ich-Schussel, ich habe jetzt nämlich zwar eine violette Tafel mit, aber ich habe meine beiden, die ich schon habe, vergessen. Schlau wie ich bin. Berühren. Autsch. Ah ja, stimmt. Da musste ich ja sowieso noch was machen. Ach, bin ich doof. Stimmt, da war ja noch was. Eieiei. Fortgeschrittene Theorien? Nein. Wo war denn das drinnen? Stimmt, da fällt mir schon wieder ein, ne? Da musste ich... Warte mal, ich mach das mal hier zu... Hinweise vielleicht. Standort der Fremd... Ob Gottes Willen. Ach, 800 Meter, 1200 Meter. Ach ja, da war ja was. Fossilvorkommen westlich, bla bla, Funktion, Untersuchung lebendiger Exemplare. Stimmt, da kann ich ja noch gar nicht hin. Ja, ich brauche das Tauchdock. Ja. Geologische Daten, Magnetit, ja. Magnetit ist ein Eisenoxid, das unter anderem für sein magnetisches Potenzial geschätzt wird. Es wird in vielen Föderationstechnologien eingesetzt, zum Beispiel in Sonar- und Torpedosystemen.
Beurteilung unverzichtbar in der fortgeschrittenen Fabrikation. Ja, das stimmt, da kann ich nicht weiter. Das habe ich vergessen. So, gut. Wie komme ich jetzt zu einem Tauchdock? Weil bauen kann ich es ja noch nicht. Dafür brauche ich zuerst mal die Daten. Ja, stimmt. Könnte auch sein, dass ich jetzt ein bisschen weiter erkunden muss, mal eine andere Insel finden, vielleicht ein anderes Alien-Labor. Wie ich zu dem komme, habe ich auch keine Ahnung. Ich habe es schon mal mit Laser, habe ich noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob ich es zerhauen darf, kann. Glaube ich fast nicht. Ob ich es in diesem Zustand scannen kann? Nein. Was zum Teufel bist du? Es wirkt auch recht aggressiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn das frei ist, ballert es uns weg wahrscheinlich. Oh, das war, glaube ich, keine gute Idee. Ah. Ups, ich wollte zur anderen, ganz elegant zur anderen Rampe hüpfen. Scheiße. Ups. Naja. Ich glaube, da geht es dann eh nicht weiter. Heute K. Servus. Dann würde ich sagen, probiere ich mal mein Glück noch etwas tiefer. Vielleicht geht es hier noch ein Stück weiter runter. Ich habe keine Ahnung. Zumindest Gebäude wären hier genügend, ne? Schaut aus wie so ein Phasentor, oder? Au! Schaut aus wie so ein Phasentor, wollte ich gerade sagen. Kann ich da was aktivieren? Oxygen efficiency decreased. Schaut nicht aus, oder? Es muss dann scheinbar über das Ding funktionieren. Okay, das hier ist mal für den Hugo. Geht's noch tiefer runter? Oh Maria, das wäre so ein Ekelfisch. Warning. Maximum depth. Aha, okay. Hull damage imminent. Ja, okay. Also nur bis hier. Dann schwimme ich mal, dann fahre ich mal hier so ein bisschen um die Insel rum. Schaue mich da ein bisschen um, aber ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt da dann uns was anderes suchen müssen. Aha, das wäre dieses komische Viech. Au. Da ist wieder das, was uns vorher gefressen hat. Da weiche ich lieber auch aus. Gut, dann hätten wir das mit dem Alien-Blabla hier. Auch schön, oder? Dum dum. Na, das ist alles für die Fisch. Da geht's nicht weiter mehr. Gut. Das ist gut zu wissen. Dann werde ich mich hier kurz mal. Werde ich hier kurz mal aussteigen. Damit ich hier die Pflanze da. Ein bisschen. Habe ich noch Platz? Ja. Damit ich die essen kann. Zack, 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 zack. Das müsste reichen. Zack, zack, zack. So, eine nehme ich noch. So. Passt. Weil, dann könnte ich mich hier schon langsam mal nach einer anderen Insel umschauen. Was ist mit dir, du Viech? Au, au, au. Lol, ich bin gestrandet. Wow, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt halt, das habe ich super hinbekommen. Kann ich sie anschupfen? Ich glaube nicht, ne? Das habe ich
sehr elegant hinbekommen. Ah, oh, weh, das habe ich hervorragend hinbekommen. Ah, ich kann sie, glaube ich, nicht schieben, oder? Du Viech bist schuld. Echt. Wegen dir habe ich mich erschrocken. Nein, da habe ich keine Chance. Die habe ich jetzt erfolgreich ruiniert, glaube ich. Muss ich jetzt laden? Kann ich laden? Ich glaube nicht, oder? Kann ich jetzt nur verlassen? Ja, es wäre gut, wenn ich die 10 Minuten streichen könnte. Und wenn ich jetzt nochmal lade, oder? Oh, so ging die Wand. So schön gestrandet. Also aufpassen. Haltet euch fern von Stränden. Oh weh. Ja. Es dauert halt ein bisschen mit dem Laden. Tut mir leid. Ah, das muss ich jetzt laden. Das geht so nicht. Alter. Schande. Also, eine neue Insel erkunden, ne? Ja. Nun bei plus 5 Hüllenstärke. Ist auch nicht schlecht, oder? Ja, ja. Das habe ich hervorragend hinbekommen. Träumchen. So. Passt, da kann ich gleich abhauen. Ah, schau. Langsam. Ja, ich bin durcheinander. So. Gut. Ja. Also hier ist offiziell nichts mehr. Derweil einmal. Erst ganz sehr viel tief unten gibt es Dinge, die wir erforschen können. Aber das erklärt noch immer nicht, wie ich jetzt zu einem Tauchdock komme. Das heißt, habe ich hier vielleicht Hinweise? Das könnte sein, dass ich hier vielleicht fortgeschrittene Technologien, Baupläne, Basisinstallation, Ausrüstung, Fahrzeuge. Den Krebs könnte ich mal bauen. Den Zyklopen, den kann ich, glaube ich, noch nicht, ne? Oder mittlerweile doch schon. Ich muss mal klubschen. Den muss ich auch noch bauen. Wäre auch kein Problem. Rumpfbauplan. Na, für den Zyklop fehlt mir noch alles. Tauchdock. Fehlt mir ein Drum. Ein Drum, dann könnte ich den schon. Genauso wie der Mehrzweckraum. Das wäre auch so super, wenn ich den könnte. Ja, ja. Schön wär's. Einheimische Lebensform, fortgeschrittene Technologie, Basisinstallationen, Tauchdock. Seemotte für kleinere Fahrzeuge wie Seemotte und Krebs. La 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 la. Kapazität eine Seemotte oder Krebs. Scheiße. Wo ich das hier habe, weiß ich wieder nicht, ne? Naja, fortgeschritten. Downloads. Geologisch. Überlebensausrüstung. Ist da vielleicht was dabei? Ergänzende Technik. Zustand der Aurora. Schwere Schäden. Bauplan, Datenbank, unbrauchbar. Vielleicht soll ich nochmal... Vielleicht sollte ich nochmal die Rettungskapseln anschauen. Vielleicht brauche ich wirklich die mit 300 Meter Tiefe. Vielleicht sollte ich mich trauen, einfach hin und fertig. Ich glaube, das werde ich riskieren müssen. Ist wahrscheinlich blöd, aber ein Versuch ist es ja wert. So, wo waren die da? Wo waren die dann? Fremde Datencodes und Hinweise? Da.
Hatte ich den nicht schon ausgerüstet? Glaub schon, ne? Die kann ich sowieso schon besuchen. Also, direkt hinfahren. Wo war denn die? Da drüben. Letzte Übertragungsstandort des zweiten Offiziers Keen. Jo, wird wohl gehen, oder? Sonst müsste ich die Motte auf 200 Meter lassen, die letzten 100 Meter selber runterschwimmen. Das könnte ich auch probieren. Das könnte ich auch probieren. Bei die da drüben war ich schon, oder? Ich glaube, ich sollte das da mal weglöschen, wenn ich das schon habe. Aber ich probiere trotzdem mein Glück nochmal da drüben. Vielleicht passiert hier was Unerwartetes. Also unerwartet gut. Da ist leer. Dumm. Das dachte ich schon, der klatscht wieder wer ran. Bei uns, ne? Nix da. Da könnte ich aber auch noch schauen, ob es hier noch was gäbe. Das hier dürfte alles Schrott sein. Stimmt, wenn ich Salz finde, könnte ich das da schon was. Salz könnte ich auch schon gleich von vornherein mitnehmen. Unbedingt, unbedingt. Da vorne ist, glaube ich, auch noch was. So. Das ist eh nur Schrott, ne? Ja. Wie schaut es eigentlich mit Essen aus? Ich habe noch diesen Riegel. Was habe ich genug? Brauche ich noch nicht schwitzen. Nanu? Jetzt habe ich wieder meine Motte verloren. Da. Fürchterlich. So. Weiter geht's. Wow. Ja, die Leviathane, ne? Hier, war ich hier eigentlich schon fix fertig? Hoppala. Ja. Ist schon gut. Hä? Au, was willst denn du? Geh weg. Mistviech. Alter, so lasse mich doch in Frieden. Aber hier ist, glaube ich, eh nichts, ne? Na, es hat jetzt nur so ausgeschaut. Da, zumindest wenn, dann hätten wir es schon. Glaube ich. Da. Man muss hier seine Augen offen halten, ne? Dumm, dumm. Ich bringe hier alle um. Ich fahre hier alles über den Haufen. Ah, nicht nett. Ganz und gar nicht nett. So. Da wäre wieder ein Salz gewesen. Hier haben wir was drinnen. Was bist du? Ich muss aussteigen. Was bist du? Seegleiter, okay. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Da drüben. Jawohl. So, gleich sind wir da. Ich will es jetzt einfach mal probieren. Ich bin jetzt stur. Ich tauche jetzt einfach mal auf 200 Meter tief und dann schaue ich mal, ob ich überhaupt aus eigener Kraft hinkomme. Wenn nicht, dann habe ich eh Pech. Aber vielleicht habe ich ein Todelglück und dort ist rein zufällig das Tauchdock. Sie schaut ja auch schon wieder verdächtig aus. Seemottenfragment.
Alter, du bist ja so ein Mistviech. Das ist unwahrscheinlich. Ah, da haben wir was. Halt, da habe ich was. Zugelassene BTA. Aha. Da ist jetzt noch was. Boah, das sind aber viele Rettungskapseln, ne? Eigentlich. Mein armes Ding. Mein armes Ding da. Ich muss es mal reparieren. Glaube ich. Jetzt mach. Das Ding da ist mühselig. Also schlimm ist es nicht kaputt. So schlimm war es jetzt gar nicht kaputt. Ist alles okay. So, was war jetzt in dieser PTA drinnen? Hä? Dumm, dumm. Magnetit noch immer, Pflanzentiere. Du gehst mir auf den Keks, du Viech. Echt. Schleich dich. Au. Ja, was hast du denn? Rauschig wahrscheinlich. Da sind auch... Au. Da sind auch Dinge. Halt. Ist das jetzt Metallschrott oder... Wäre das Bioreaktorfragment? Holla, die Waldfee. Kann ich zwar schon, aber jetzt war ich mir gerade unsicher. Ja, ja. Ja, ja. Okay, da ist nichts. Da ist nur eine Tür. Da wäre nochmal so ein Jausendingens gewesen. Metallschrott, Seemottenfragment, okay. Die hätte ich schon sehr leicht, glaube ich, kriegen können. Ich hätte jetzt schon mal gern was für einen Zyklopen oder so. Bitte. Drüben ist noch was, glaube ich, kaputt gegangen. Wow. Ja, ja. Welcome aboard, Captain. Es lädt schon wieder. Ja, ja. Au! Fahr dich über den Haufen, echt? Du Viech. Lästig wie sonst was. Drüben schaut nichts aus. Ich muss da ja ein bisschen schauen, ne? Au. Da ist eigentlich auch nichts Besonderes. Da wird es dann jetzt interessant, ne? Zumindest so ein Mehrzweckraum oder irgend sowas, dass wir uns ein Schlafzimmer mal bauen könnten oder so, wäre echt super. Ich denke mal, dass man so einen Mehrzweckraum auch für sowas verwenden kann. Oder es gibt vielleicht was Eigenes, wirklich so Wohnraum. So eine eigene Abteilung. So, wir sind jetzt gleich tief genug. Jetzt muss ich nur schauen. Warning. Ja? Maximum depth reached. Entschuldigung. Damage imminent. Hier ist was, hier sind Wrackteile. Da möchte ich jetzt so bleiben. Und aussteigen. Oh, warte, ich sollte vielleicht... Warte, ich sollte vielleicht das Licht einschalten. So, ja. Damit ich keine Taschenlampe brauche. Vielleicht gibt es jetzt ja doch was zum Scannen für uns. Das wäre zumindest super cool. Wenn ich schon Frack rumliegt... Krebs. Dorbetoarm. Ah, hier. Tauchdock. Jawohl. Yes. Es hat sich ausgezahlt und gelohnt. Yes. Was haben wir hier? Wärmekraftwerk. Oh mein Gott. Bingo.
Bingo, Bingo, Bingo. Dreimal Bingo. Leute, es hat sich ausgezahlt. Bin ich gerade froh. Wir können uns einen Tauchdock bauen. Yes, yes, yes. So, Motti. Wo ist meine Kamotte, Motte? Da. Ja, ja, jetzt ist aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tausendmal sehr gut. Tausendmal sehr gut. Ja, ja. So, nochmal aussteigen. Nochmal runter. Ich möchte gerne wissen. Wärmekraftwerkfragment. Oh yes. Mit ein bisschen Glück nämlich kriegen wir das auch noch zusammen. Yes. Ein Schwein muss man haben manchmal. Bist du gescheit. Also wenn das jetzt nicht nice war, weiß ich auch nicht. Wenn das jetzt nicht nice war, weiß ich nicht. Sehr, sehr gut. So. Ich muss was trinken. So. Und wir brauchen Luft. Das war, ausgezeichnet war das. Das heißt, wir könnten jetzt wieder zurück auf Nummer sicher gehen. Das Tauchdock bauen. Dann unsere Möttchen hier ausrüsten mit dem, mit dem Berg quasi, dass es die vertauchen kann. Jupp, jupp. Wäre vielleicht nicht schlecht. Kann ich hier rein? Na, hier wäre nur Wärmedings und nochmal so ein Krebsarm-Dings, ne? Boah, jetzt machen wir das gleich noch. Würde ich sagen. Ja, ja, ja. So, das nehmen wir mit. Bäm, jawohl, Torpedoarm können wir jetzt auch. Das Wärmekraftwerk können wir auch. Hier können wir rein. Auf alle Fälle. So. Sind wir schon dabei. Dann schauen wir, was da drinnen Schönes gibt. Sehr gut. So, jetzt auch. Schnell Luft holen. So, ein kleines Stückchen näher ran. Warning. Maximum ja. Depth reached. Hull damage imminent. So, aussteigen. Und rein mit uns. Was haben wir denn da? Kleiner Probebehälter einsammeln. Okay. Mikroskop nicht funktionstüchtig. Aha. Sehr schön. Datenbox öffnen. Zyklop, Feuerlöschanlage. Lol. Okay. Probeanalysator, nicht funktionsfähig. Was machen wir denn damit? Ist das dann nur zur Deko? Oder wie? Oder was? Oder warum? Aha, hier ginge es theoretisch weiter. Aber ich komme nicht durch. 30 ja. Habe ich schon befürchtet. Gut. Dann steigen wir ein. Ich würde sagen, wir gehen auf Nummer sicher, oder? Weil hier ist schon sehr viel Krempel auch. Ich würde sagen, wir gehen auf Nummer sicher, schwimmen nach Hause und bauen uns das Tauchdock, oder? Weil das müssen wir jetzt ja können, normalerweise. Bauplan, Tauchdock, tada. Ist gar nicht so schlimm. Titanbahn, Schmierstoff und Blei. Wir haben das sogar zu Hause. Hervorragend. Ich freue mich. Auch das Wärmekraftwerk wandelt Hitze bei mittlerer Effizienz in Energie um. Aerogel, bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das haben wir sogar auch. Auf jeden Fall fahren wir mal nach Hause. Und im nächsten Bad bauen wir uns das Tauchdock.
würde ich sagen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!